Ihr Ding. La 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 la. So. Ah, das läuft. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Sekunde. Hier, da, hier müssen wir noch muten, sonst hören wir nämlich alles doppelt. Halli. Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Aha, so, da kommt der Rückstream. Der Onkelsfan. Wunderschönen guten Abend. Ach ja, haben wir uns ja schon gesagt. Wir haben uns ja schon sozusagen im Chat gesehen. Wer ist denn noch alles so da? Klicken wir doch mal hier in die schicke Viewerlist rein. Ach, Kollege Pufferfisch. Tut mir leid. Ich hoffe, du hast mich wieder lieb. Von vorgestern. Ja. Ach, der Bendur. Hi, Benny. Geraffin. Grüß dich. Janusta. Schön, dich zu sehen. Lange nichts gehört. Was macht dein YouTube-Channel? Alles klar? Wie läuft's? Könnten mal wieder irgendwann was zusammen machen. Vielleicht eine Runde The Forest, Let's Play oder so. So nur auf den Taz warten, bis der mal wieder irgendwann sein DSL hat. Ja, ich habe mich um Musik gekümmert, aber ich weiß nicht, ob ich sie streamen kann. Das ist alles so eine Lizenzscheiße. Ach, das ist so grauenhaft, selbst mit Creative Commons. Denn eigentlich muss man, selbst bei Creative Commons Musik, jeden einzelnen Titel, den man spielt, mit, also halt, wie soll man sagen, man muss zu jedem einzelnen Titel sozusagen einblenden oder drunter schreiben, wo es her ist und wer es komponiert hat. Und das ist gar nicht so einfach in einem Livestream. Sonst kann man den Kram nämlich nicht auf YouTube laden. Hab OP hinter mir, sobald das mit Reden wieder gut läuft. Was hast du gemacht? Hast du einen neuen Hals gekriegt oder was? Klingt ja übel. OP und kannst nicht mehr reden. So ein Scheiß. Ja, dann, was auch immer du hattest, hast, keine Ahnung, gute Besserung hier von meiner Seite aus. Ich hoffe, es war nichts Ernstes. Ja, also mit Musik-Livestream, das ist echt, das ist sowas von grauenhaft. Und Twitch hat da auch irgendwie, Twitch hat so einen Deal mit irgendwelchen komischen Labels gemacht, wo aber keine tolle Musik ist ja, die könnte ich natürlich abspielen, aber ist halt irgendwie, naja, nicht so wirklich das Wahre. Ja, dann habe ich, wie soll man sagen, eine blöde Nachricht. Nicht unbedingt eine schlechte, sondern eher eine blöde Nachricht. Heute sollte der große Patch für Savage Lands kommen. Gestern Abend um 10 Uhr oder so habe ich in das Spiel reingeguckt. Da gibt es immer so einen Ticker, wann der nächste Patch kommt. Und da stand dann drin noch 18 Stunden bis zum Patch. Dann dachte ich so, ja, 10, ja, plus 12. Ist dann 10 plus 8, wäre dann 19 Uhr bei uns, ne? Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Wäre 19 Uhr. Dachte ich, du hast doch gut. Tust ein bisschen labern, ein halbes Stündchen, lädst den Patch runter und dann kann es losgehen. Und dann gucke ich eben in dieses Spiel rein und dann steht da, nächster Patch in 19 Stunden. Da dachte ich so, was denn jetzt? Und da haben sich dann doch tatsächlich die Entwickler gedacht, und das ist tatsächlich so. Die streamen den Scheiß selber mit dem neuen Patch. Und wenn sie gestreamt haben, tun sie den Patch veröffentlichen. Und jetzt gibt es keinen Patch heute, sondern erst morgen. Tja, geil. Und ja, keine Ahnung. Ist halt jetzt ein bisschen doof gelaufen. Und jetzt die Frage an euch. Ich habe den angerufen und darum gebeten, den zu verlegen. Ja, das glaube ich, dass du das warst. Jetzt liegt's an euch. Also mir ist egal. Von mir aus können wir Savage Lands spielen. Habe ich nichts gegen. Wir können aber auch sagen, und das werde ich auch auf definitiv tun, ich werde definitiv morgen Abend dann, wenn hoffentlich dann morgen der Patch raus ist, Savage Lands mit dem Patch spielen. Das mache ich morgen. Und die Frage ist dann, ob ihr Bock darauf habt. Hi, Hinke. Schön, dich zu sehen. Ob ihr Bock darauf habt, heute Savage Lands und morgen nochmal Savage Lands zu sehen, zu spielen, was auch immer. Ansonsten könnte man jetzt eigentlich auch heute Abend sagen, wir biegen den ganzen Kram um und spielen irgendwie, boah, weiß ich nicht.
Seven Days to Die oder Fallout oder ja, weiß ich nicht. Können noch was ganz anderes spielen. Überlasse ich jetzt mal euch. Pufferfisch will Fallout 4, das sagst du ja nur, weil du selber Fallout 4 spielst. Die ganze Zeit. Ja, ihr dürft euch drum kloppen. Kloppt euch drum, was wir zocken. Warte mal, ich könnte ja mal hier meine Steam-Bibliothek, die ist zwar mehr oder weniger leer, warte mal, das machen wir mal ganz einfach. Wir machen hier mal hinzufügen eine Bildschirmaufnahme. Und dann machen wir das einfach. Zack. Und zack. Die drei Games habe ich gerade im Moment installiert. Aber wir könnten auch was anderes davon spielen. Wir sind an dem Forum, hab dich nur im Hintergrund an. Ach, Hinke, das macht nichts. Ich bin's gewohnt, im Hintergrund zu agieren. Siehe Website, siehe Forum. Oder Novus. Novus Inceptio. Könnten auch Novus Inceptio spielen. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, ist echt doof, dass sie jetzt den Patch da einfach verlegt haben. Und ja, was machen wir? Fallout. Novus Inceptio, Savage Lands, 7 Days to Die. Oder ich könnte ja auch mal spaßeshalber. Wir könnten ja auch spaßeshalber. Warte mal, pass mal auf. Mache ich mal gerade so. Sekunde mal, mach mal den Scheiß hier mal wieder weg. Mach mal so. Ja, jetzt die. Oh, weiter zum Shop, bitte. So, machen wir mal anders. Bildschirmaufnahme. Schwupp. Schwupp. Machen wir das so. So, was hat man denn hier im Angebot? Schauen wir doch mal ein bisschen durch. Menschenskinder, das geht mir echt gerade ein bisschen auf die Nerven. Ey, da denken die sich einfach, ach ja, wir verschieben einfach mal den Patch auf morgen und streamen den Kack selbst. Die legen nämlich den Drachen. Steht nämlich irgendwo. Neu bei Steam. Wir könnten noch irgendwas. GTA 5. Ja, genau. Kaufe ich mir noch schnell jetzt, ne? Hier Rising World. Auch was Cooles. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber ist auch so ein Survival Crafting Ding. Spiele Early Access. Elite Dangerous. Squad. Irgendwie was Billiges. Wir können ja auch was Lustiges machen. Oder hier Hurt World. Hurt World ist auch irgendwie gerade relativ angesagt. The Isle. Aber Hurt World ist, glaube ich, mehr PvP, ne? Ja. Auf PvP habe ich nicht so richtig Bock. Keine Lust da rumzurennen und ständig Angst zu haben, dass ich da weggeknallt werde irgendwo. Oder wir machen so einen kleinen Horrorabend. Warte mal. Indie Topseller. Nee, warte mal. Wo kann man denn hier die scheiß Suchbegriffe eintippen? Wo konnte man das denn eingeben? Abenteuer, Action, also ein Adventure, so ein Horror-Adventure vielleicht oder sowas. Wäre auch eine Möglichkeit. Was ist denn hier? Wick. Survival Horror Game, where ghost stories are brought to life. Explore a local legend about the long lost children in the woods who can still be seen, but only by those who dare to enter alone by candlelight. Horror kann ich dir Nevermind empfehlen. Nevermind. Nevermind. Never, never mind. Oh, gibt es sogar einen Soundtrack für? Okay. Dein Video will ich jetzt nicht knien. Versetz dich in eine dunkle, jetzt einmal auf Deutsch, cool, in eine dunkle und surreale Welt im Unterbewusstsein von Traumaopfern. Wenn Nevermind mit einem optionalen Biofeedback-Sensor gespielt wird, spürt das Spiel deine Angst und greift dich an. Ja, so, ja, hör mal.
Wenn du deiner Angst erlaubst, die Oberhand über dich zu gewinnen, bist du dem Terror, ja, irgendwas ausgeliefert wahrscheinlich, ne? Größtenteils positiv. Ja, was machen wir? Outlast. 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 Outlast oder Outlast 2? Ach so, kommt erst 2016. Ja, Outlast habe ich auch schon öfters mal gehört. Ja, also Outlast oder Savage Lands? Nevermind hört sich doch gut an, schlägt der Benny vor. Na gut, dann komm, wir machen Nevermind. So, komm, ja, scheiß der Hund drauf. Nevermind. Zack. So, den hier tue ich jetzt mal löschen. Hahaha. Bevor ich jetzt hier gleich hier mein PayPal-Account streame. Wird noch fehlen, ne? Outlast ist USK 18. Ja, wir haben ja gerade mal 20 vor 7 abends. Hör mal, ey. Nachher guckt meine Tochter noch zu. Die wird in 2 Wochen 14, ey. Aber die denkt, ich hätte sie nicht all. Oder denkt die sowieso schon. So, hier, da, zack. Jo. Ja, so, nevermind, nevermind. Herrlich. Vorgang wird bearbeitet. Ja, cool. So, zack. Bibliothek, Spiele, 30. Wo ist Nevermind? Da ist Nevermind. Installieren. Und zwar bitte. Ach du Scheiße, wie viele Festplatten habe ich denn hier? Auf Festplatte J wie Jones. Genau. Da, hau rein den Schalt. Jo. Ok. Zack. So. Und jetzt können wir wieder den hier machen. Hinzufügen. Bildschirmaufnahme. Schwupp. Schwupp. So. Pufferfisch, Ihre Meinung ist nicht unbegründet. Aha. So. Dann müssen wir hier den Stream noch bearbeiten. Ah, nee, 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 nee. Bearbeiten. So, wir spielen hier. Nevermind. Feierabend. Horrorstream. Worum geht's denn eigentlich in Nevermind? Ach so, das war die Traumageschichte, gell? So. Spielt. Never. Meint? Zack. Tja. Müsste ich ja jetzt eigentlich, ja, fette Downloadrate, um ehrlich zu sein, ist das LTE. Beziehungsweise LTE Hybrid. Ja gut, so, wie lange läuft das da noch? 2 Minuten. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar, also für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich arbeite ja beim Fernsehen, aber jetzt nicht vor der Kamera oder so und auch nicht direkt hinter der Kamera, sondern ich bin ja Systemadministrator und Programmierer und Techniker und Pussy für alles. Und bei uns wird eine ziemlich erfolgreiche Sendung über neu erscheinende Bücher, die nennt sich Druckfrisch, die läuft immer sonntags abends in der ARD, die wird bei uns geschnitten. Und der Regisseur von Druckfrisch ist halt so ziemlich cooler Typ, guter Kumpel von mir. Und ja, wie soll man sagen, Druckfrisch hat halt als, wie heißt es denn, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, wir haben halt ich nenne es jetzt mal einen visuellen Standard. Und zwar haben die immer in ihren Interviews einen Feuerlöscher im Bild. Also selbst wenn die ein Interview
am Strand führen, wo zwei Leute im Liegestuhl gegenüber sitzen. Dahinter ist es Meer, steht in dem Bild der Feuerlöscher. Und gestern hat mir der Regisseur von Druckfrisch einen Feuerlöscher geschenkt. Und zwar zum Aufblasen. Finde ich super. Hier, warte mal, Sekunde mal da. In welche Richtung? Da. So, hier mit sexy Tante vorne drauf. Extinguisher. Saugeil. Und deswegen habe ich dann zum Andi gesagt, weil der Andi hat nämlich letztens bei Facebook unter meinen Stream gepostet, wenn es in der ARD läuft, mache ich aber Regie. Da habe ich gesagt, alles klar. Und da habe ich jetzt dem Andi gesagt, ich werde heute Abend im Livestream, ich bin bewaffnet mit Schere und so einem Scheiß. Jetzt werden wir nämlich den Feuerlöscher mal testen. Mein Arbeitskollege hat auch einen bekommen. So. Geil. So cool. So, jetzt darf ich euch allen einen pusten. Ist das nicht cool? So was habt ihr nur selten. Schaffen wir das in 12 Sekunden? Nein, sonst pusten wir den nachher auf. Ist das geil, ey. Boah, scheiße, schmeckt das ekelhaft. So, Thema erledigt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Wir haben einen supergeilen Feuerlöscher. Und ich habe das Ganze sogar fast in 12 Sekunden geschafft. So, warte mal, hier schmeißen wir mal weg. So, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Hier, so. Ist das geil, ey. Das ist der Hammer, ey. So, und kann ich den da oben irgendwo dranhängen, dass der so hier hinterhängt? Irgendwo. Kriege ich jetzt so auf die Schnelle nicht hin, leider. Müsste ich mir da oben an meine Gardinenstange irgendwie ein Seil machen. Gut, muss ich ihn hier in die Ecke stellen? Oder kann ich, warte mal, kann man hier so? Ne, geht auch nicht. So? Ne, so ist auch scheiße, ne? Der müsste in den Hintergrund. Kriege ich das irgendwie auf die Schnelle geregelt? Kriege ich das irgendwie hin? Gebt mir mal eine Sekunde. Ich muss mal kurz denken. Warte mal. Netzwerkkabel. So. Mit Netzwerkkabeln geht alles. Sag ich euch. Hundertprozentig. So. Zack. Das ist übrigens von der Telekom. Das ist ein extra gutes Netzwerkkabel. So. Ja, genau. Dann machen wir den hier so einmal drum. So. Ich hab's gleich. Gebt mir eine Minute. Gebt mir eine Minute. So. Die halten alles, Netzwerkkabel. Im Hollywood-Film halten die auch immer alles. Da springen Leute sogar aus Gebäuden und halten sich an Netzwerkkabeln fest. So, machen wir halt heute, wenn der Patch schon abgesagt ist für Savage Lands, machen wir halt ein bisschen bekloppten Stream. So, und schon hängt das Ding da dran. Jetzt muss ich mal gerade Kopfhörer ausziehen, dann hängen wir das Ding nur auf. Jones kleine Bastelstunde, genau. Wir machen eine Bastelstunde, ist doch cool. So, warte mal. So. Mal jetzt hier so. Könnte gerade so reichen. Shit. Bin zu klein. Bin zu klein für diese Welt. So. Reicht das so? Nee. Scheiße. Ach, kann ja jetzt sein.
Fast. Fast. Ist ein Tick zu kurz. So, okay. So bleibt es. Ein bisschen geht noch. So. So. Alles klar, Thema erledigt. Soll nur einer sagen, ich würde Brandschutz nicht ernst nehmen. Ja, definitiv. Bei einem Horrorspiel muss man immer was hinter sich hängen haben. So, hier, Nevermind. Ja, Steam Client Service, Installation. Da sind wir doch. So. Schwuppdiwuppdiwupp. Da. Ich habe den Chat mal da drüber gelegt. Ah, so. Der Chat überm Spiel. Ja, ich habe mir gedacht, ich pack den mal da drüber. Aber ich glaube es. Uch, du Scheiße. Raten wir dem Spieler zur Vorsicht. Dieses Spiel beschäftigt sich mit verstörenden Ereignissen. Ja. Ach du Scheiße. Sekunde. Hier springt mir gerade die Firewall ins Gesicht. Warum auch immer. So. Okay. Eingabe. Okay. Sensor. Aha. Sound. Ist die Musik zu laut? Mal gerade so kurz gefragt. Grafik. Hoch. Ja. Ja, passt doch. So. Fangen wir mal an. Was jetzt? Ja, mach. Menschenskinder. Was? Ein bisschen laut. Musik ist zu laut. Machen wir mal so. So, ich hoffe, es ist so besser. So. Bewege dich, indem du die Pfeiltasten, RWASD, sehe ich mit Hilfe der Maus um, interagiere mit Hilfe eines Linksklick mit den Gegenständen. Du kannst die Steuerelemente gleichzeitig verwenden, um deine Ergebung zu umkunden, um deine Umgebung zu erkunden. Chat überm Game ist nicht so prickelnd. Ja gut, dann machen wir ihn weg. Warte, zack. Twitch-Chat-Viewer, da, schwupp, weg ist er. Dann ohne Chat. Ich dachte mir, ich probiere das mal aus. So, jetzt haben wir auch direkt Musik, das ist doch toll. Aber irgendwie, warte mal. Ich muss mal gerade hier, noch mal einmal ganz kurz in die Optionen. Eingabe. Mausempfindlichkeit machen wir einen Ticken runter, dass ich da nicht so hin und her ruckel. Nicht ganz so ruckelig wird. So. Okay. Exclusive look into neurophobic training. Aha, the changing times. Ethical Research Society. Aha. Was ist das hier für ein Typ? The Team. In building our team, the Neurostalgia Institute seeks out and cultivates the most innovative practiced and renowned experts from across the world. Aha, okay. Hope. Aha. Und hier, wer ist das? Opening Day. Aha.
Also, wo sind wir denn hier? Aha, wir sind in einem Neuro-Institut, also irgendwas mit Nerven. Und hier ist auch das Gehirn vom Kevin Skelly, National Distinction of Innovation, Technology and Humanities. Der Typ sieht aus wie das Zombie-Model von 7 Days to Die. Wollte ich mal anmerken. Aha, hier haben wir irgendwie eine Auszeichnung bekommen. Ja. Das sind bestimmt alles Fotos von den Entwicklern. Aha. The changing times. Okay. Was haben wir hier? Aha, interagieren. Hallo Doktor, unsere Gesichtserkennungssensoren zeigen an, dass du Neurostalgias neuester Neuroprober sein musst. Willkommen im Team. Wir können hier die letzten Registrierungsdetails klären. Drücke fortfahren, um diesen Vorgang fortzusetzen. Pornofilm-Mucke. Nicht, dass ich hier einen angeschaut hätte. Geil. Wir danken dir, dass du heute besonders zeitig gekommen bist. Ja, das mit dem Pornofilm. Wir halten es für hilfreich, neue Neuroprober vor dem Eintreffen von Kollegen und Kunden zu begrüßen. Ja, das ist doch gut. Als Neuroprober tauchst du ins Unterbewusstsein unserer Patienten ein. Aha. Um ihnen bei der Bewältigung von psychologischen Traumata zu helfen. Dies ist eine äußerst wichtige Arbeit, die ein großes Maß an Sicherheit und Diskretion erfordert. Wir werden jetzt deine Identität überprüfen. Die Erfahrung, die dich erwartet, wird anstrengende und verstörende Szenen und Situationen enthalten. Aha. Diese Szenarien können unangenehme Reaktionen bei den Teilnehmern hervorrufen, die gegenüber Ausführungen und Abbildungen zu psychologischen Traumata besonders empfindlich sind. Wenn du fortfährst, übernimmst du die volle Verantwortung für alles, was du erleben wirst. Stimmst du dem zu? Ja, klar, hau rein. Bitte gib die folgenden Daten an. Ah, okay, Vorname ist Jones, Familienname ist Gaming. Wir werden sie mit unseren Aufzeichnungen vergleichen, um die Identitätsprüfung abzuschließen. Wir haben gesehen, dass du das dir zugeteilte Istalgia-Gerät trägst. Eistalgia? Oder wie soll das sein? Danke für das Einhalten der Standardrichtlinien. Du wirst sehen, dass Tipps und Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des Instituts durch die Linse hervorgehoben werden. Deine erste Registrierung ist abgeschlossen. Bitte begib dich in den Mitarbeiterbereich hinter dir. Deine Eistalgia-Linse wurde mit deinem Mitarbeiterkonto synchronisiert und wird dir die Türen öffnen. Herrlich. So. Und hier? Hallo Dr. Jones Gaming. Du darfst den Mitarbeiterbereich betreten, Zutritt durch die Türen hinter dir, um dein Büro zu betreten. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Ja, und hier dasselbe, ne? Okay. Also, sie wünschen mir einen schönen Tag im Gehirn eines anderen Patienten. Und, hier. Hier. Kann man nichts mitmachen. Hier liegt noch eine Zeitung. Oh, die Katze. Step Easy Magazine. Sleep Easy Magazine. Halle Kubis R. Dr. Directory. Aha. Gotzes, Bradley Mann, David J. Aller, Samuel Bohaska, DNT Sonntag. Aha. Kristen Lee Hansen, C. Michael Raffano, Cassie Raitt, Z. Z. Fan. Additional Offices. Past Hall R. Okay, also noch weitere Büros hinter Halle R. So, können wir hier rein? Nein. Ach so, hier geht's durch. Ah. Oh. Okay. Wasser. Wasser und Blümchen. Da auch. Na gut. Öffnen. Was, es gibt doch nichts Schöneres als dein Unterbewusstsein. Als das Unterbewusstsein eines Psychopathen. Ja, ich bin gespannt. Hier, Feuerlöscher, Feuerlöscher, Feuerlöscher. Oh, Herrenklo. Oh, 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 Herrenklo. Damentoilette. Hier sind wieder die Entwickler.
Der sieht ja aber übel aus. 7 Jahre im Neuroinstitut. Aha. Aha. 7 Jahre, 7 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 6 Jahre. Aufzug. Hier können wir nichts machen. Okay, dann müssen wir wohl hier weitergehen. Hier mal ein Feueralarm.